nächste Bauchübung ist der Crunch. Hier sollte der Körper parallel zum Boden sein. Die Füße befinden sich komplett auf dem Boden und die Beine sind in 90 Grad Winkel. Die Fingerspitzen berühren die Schläfen und wichtig ist, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Der Blick ist zur Decke und wenn wir den Oberkörper aufrichten, atmen wir aus. Wenn der Oberkörper wieder runterkommt, atmen wir ein. Als Variante könnt ihr wieder links und rechts abwechselnd eintreten.